Willkommen zurück zu einem weiteren Part hier in Minecraft Infinity Evolved mit mir, dem Rappelzappel. Ich brauche noch mal ein bisschen. Warum habe ich jetzt den Sand hin gemacht? So, ich hoffe, dass wir das jetzt hier hinkriegen. Dass wir das jetzt schaffen. Wo habe ich meinen ganzen Sand jetzt hin gemacht? Den habe ich jetzt rübergebracht, ne? Ich Vollpfosten. Och, bin ich doof. So, machen wir den hier drinnen, den Sand? So, wie viel brauchen wir denn da? Warte mal, ich würde sagen, warte, machen wir hier hin, machen wir 16 Stück. Ich glaube, das reicht vollkommen aus. Warte, mach mal zu. Wir rechnen das mal kurz durch. So, wie viel Sand brauche ich denn da? Ich brauche mal zwei. Ach, hier brauchen wir auch noch. Ach, verstärktes Glas. Was ist denn verstärktes Glas? Verbesserte Legierung. Ach du Scheiße, was muss ich denn? Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, kümmern wir uns jetzt erstmal darum. Ne, komm, vier Stück reichen vollkommen aus. Wir kriegen ja acht raus. Das reicht ja. Das reicht ja. Wenn wir ja acht Stück kriegen wir ja raus. So, vier Stück brauche ich nur. So, dann gehen wir in der Zeit ja noch eine Runde pennen. Und ich habe dann natürlich wieder nicht rausgenommen, ich Vollpfosten. Jedes Mal. Komm, ein, zwei, drei, vier Stück hier nochmal. Bitte, danke. Und drin den Dreck. Und eine Runde pennen. Gute Nacht, Rappelzappel. Ja. Durch das Pennen brätet aber nicht schneller hier, Mann. Röstet ja nicht schneller durch. Boah, ich frage mich, wie das denn... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier muss auf jeden Fall noch viel gebuddelt werden. Hier muss auf jeden Fall noch richtig viel gebuddelt werden, um dass ich die ganzen Erze zusammenbekomme. Für die ganzen Maschinen natürlich auch noch. Um dass wir uns bald die Quarry auch herstellen können. Aber wir haben ja das eine Mal, weil ja mal reingekickt. Wie die Quarry braucht es ja echt viel. Da brauchen wir ja echt viel. So, Zinn. Kupfer, Eisen, haben wir da was? Ja, haben wir auf jeden Fall alles da. Okay, Kupfer, Eisen, Zinn. Dann müssen wir nämlich noch eine gehärtete Legierung machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Das gruselt mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das gruselt mich. Gut, aber während die Herstellung dann noch stattfindet, können wir jetzt erstmal... So, ran an den Tisch. Das Ding. Das hätte ich jetzt gerne... Und mal bitte hergestellt. So, ein Dingskabel. Habe ich jetzt noch ein bisschen Gummi dabei? Nee, habe ich jetzt nicht mehr dabei. Naja, gut, okay. So, fingen wir das da ein. Dann kommen jetzt noch die Eisenplatten, die jetzt noch da drinne sind. Eisenplatten und noch ein Kupferkabel brauchen wir. Ein isoliertes Kupferkabel. So, wo sind meine Eisenplatten? Hier, zwei Stück brauche ich. Zack, zack, reicht vollkommen aus. Und dann brauche ich noch ein isoliertes Kupferkabel. Eins reicht. Dankeschön, bitteschön, auf Wiedersehen. Ja, was ist da los? Ach, ein Glas zu wenig hergestellt. Ich Vollpfosten. Oder was? Ja, ein Glas zu wenig. Sind fünfe. Ach, nee. Ja, erzählen kann es klar im Vorteil, ne? Scheiße, haben wir nicht noch ein Glas hier unten? Wenigstens eins. Leck mich doch. Fuck you. Ich habe jetzt auch keinen Sand mitgenommen, ey. Muss bei da unten auch mal einen Ofen. Ja, wäre klasse, wenn wir da unten sowas wie ein Lager hätten oder so. Und dann wären... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, 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 nee. Ich habe mir ein extra Haus überlegt, wo wir da ein Lager hinmachen können. Ein riesengroßes Lager. Das war so mein Plan gewesen. Ein riesengroßes Lager. Richtig schön für uns. Aber da bin ich dann nochmal am überlegen, ob wir das jetzt wirklich so häusermäßig auch bewerkstelligen oder ob wir das auch so machen wollen. Weil im Endeffekt, wir können es auch unten alles machen. Ja? Haben wir unten nicht alles schön da drinne und dann kümmern wir uns mal irgendwann darum, dass wir auch ein ME-System am Start kriegen. So, das eine Glas ist genehmigt, nehmen wir mit. Perfekt und auf Wiedersehen. Ja, sollte euch der Sinn mal nach einem anderen Texturenpaket stehen, ja? Scheut euch nicht, mir das mal in die Kommentare zu schreiben, welches Texturenpaket ihr gerne mal sehen wollt. Dann kann, können wir mal gucken, dass wir das hier ein bisschen bewerkstelligen können. Ja, und genauso sieht's aus mit dem Shader. Aber ich würde euch wirklich davon abraten, hier mit dem Shader zu arbeiten.
Weil ich habe keine Gurke als Computer, na, muss ich dazu sagen, aber selbst bei so einem großen Mod-Paket, wenn ihr normal Vanilla Minecraft spielt, ist alles gar kein Problem. Aber durch die Anzahl der Mod-Pakete nimmt das ja schon mega viel weg. Ja, wenn ich das Ganze jetzt hier nur auf Vanilla laufen lassen würde, dann würde das 4 GB in Anspruch nehmen. Ja, also das Mod-Paket Infinity Wolf, was ich hier spiele, hat standardgemäß, ja, 4 GB beansprucht das schon mal von eurem Arbeitsspeicher. So, ich habe das Ganze aufgestockt auf 8 GB, und wenn ich jetzt den Shader anschmeiße, dann könnt ihr das weiß, ne, ruckelt und zuckelt da trotzdem und ist auch nicht so berauschend, muss ich euch dazu mal sagen. Okay, dann schauen wir jetzt hier mal kurz rein. Die Dinge haben wir jetzt auch fertig, dann brauchen wir jetzt verstärktes Glas. Da brauchen wir jetzt auch nochmal 6, 7 und verbesserte Legierung. Dann müssen wir die Legierung, also brauchen wir 3 Eisenplatten, 3 Kupfer, 3 Zinn. So, das heißt, noch ein Kupfer brauchen wir bitte. Und dann noch 3 Zinn hinterher. 1, 2, 3. Und dann machen wir uns hier mal noch eine schöne Legierung. Ich hoffe, dass das ausreicht, ne? Wir brauchen ja 2 Stück. Ich weiß gar nicht, kriegen wir da 2 raus oder bin ich da jetzt gerade so ein bisschen. Ja, wir kriegen immer nur 1. Also müssen wir doppelt rechnen. Scheiße, 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 scheiße. So, das heißt, wir müssen da jetzt nochmal 3 reinmachen. So, Zinnbarren 1, 2, 3. So, nochmal hinterher. So, dann brauchen wir von den Kupferteilen, brauchen wir jetzt auch dann nochmal 3. Und von den Eisen dann auch nochmal 3. So, bereiten wir schon mal alles vor. Ich schiebe das mal hier unten hin, dass ich genau weiß, wo das alles ist. So, wo ist mein Eisen? Ach, das habe ich hier wieder reingemacht, ne? Wenn mich nicht alle täuscht. Oder hier oben haben wir noch 3 Platten. Ey! Sehr schön, sparen wir uns ein bisschen Zeit. Okay, Zinnkabel. Kann man hier wieder reinmachen? Was ich hier brauchen. Warte mal, das können wir hier auch hin machen. Brauchen wir es auch erstmal nicht. Sparen wir uns nämlich ein bisschen Platz. Oh, dass der Kopter so viel braucht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass der Kopter so viel braucht. Gut, 6 Stück haben wir am Start. Hier müssen nochmal 3 hier nach. So, Eisen, zack, zack. Dann haben wir hier unten unser Zinn, zack, zack. Und hier machen wir das Kupfer hin, zack, zack. Warum geht das nicht? Was ist da los? Habe ich da irgendwas übersehen? Ach, das muss erstmal komprimiert werden, ich Idiot. Ja, doch, ist ja richtig. Eisen. Ach, Bronze. Och nee. Ey, leck mich doch am Arsch, Alter. Ich brauch Bronze. Leck mich! So, Bronzebarren. Sehr schön. Pass auf, dann schmelzen wir das Kupfer da drinnen ein. Das ist ja kein Problem. Und kicken wir mal, dass wir da Bronze noch drin haben. Ein bisschen was müssten wir noch rauskriegen. Wo brauchen wir dann? 6 Barren musste ich rauskriegen. Ach du Kacke, ey. Das ist. Och nee. Ich will das alles nicht. Ey, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Bronze brauchen wir jetzt. Gut. Bronze und Kupfer sieht ja ein bisschen ähnlich aus. Gebe ich ja zu, aber. So, haben wir Bronze noch am Start? Kupfer hatten wir da. Hier haben wir Bronze, sehr schön. So, 6 Barren hätte ich davon gerne. Und die Dinger können wir bitte einschmelzen. Geht das? Nein! Die kann natürlich nicht einschmelzen. Sehr gut. Gut, dann heben wir das auf. So, Bronze ist unten. Ach, ist der Scheiße. So, 6 Barren brauche ich. Eins. Na? Zwei. Drei. Vier. Fünf. And the last one. 6. Sehr gut.
Darauf erstmal ein Toast. Prost, Herr Toast. So, was macht Thomas die Wurst? Gabbelt da hinten in der Ecke rum, war schämt sich. Naja, kick mal, der schämt sich. Der alte Aushängeschlipper. Gut, dann hätte ich jetzt hier nochmal Bronze gegossen. Nee. Gut, 6 Stück. So, wie sieht das denn so aus hier? Füllt er sich wieder auf? 250, okay. Ja, das wird noch lange brauchen. Das wird lange brauchen, bis das Ding sich wieder aufgefüllt hat. Solarenergie, Freunde. Das Geheimrezept ist Solarenergie. Oder Lava. So, beide Varianten sind genehm. Gut, ansonsten, ich habe weiter jetzt kein Thema vorbereitet. Außer, dass wir hier voll und ganz jetzt damit beschäftigt sind. Oder ich will versuchen, in dieser Aufnahme es zu schaffen, dass wir unser Nano-Suitcase fertig bekommen. Oh. Und dann haben wir aber immer noch kein Jetpack. Das muss ich dazu sagen. Also für die Leute, die den gedacht haben, oh, das ist aber geil, das ist aber einfach herzustellen. Und dann haben wir ein Jetpack. Nein, 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 nein. Da fehlt es noch ein bisschen was. Da brauchen wir noch mal kurz ein bisschen was. Moment, Freunde, geht gleich los. Ich muss hier gerade was am Bildschirm gucken. Geht gleich los. Und letztendlich, um dann auch zu fliegen, müssen wir von dem Nano-Suit zum Quantum-Suit. So, weil nur mit dem Quantum-Suit, da ist der Jetpack mit drin, elektrischer Jetpack. Das Ding müssen wir dann noch herstellen und. Ja, aber da kommen wir dann noch hin. Ich glaube, das wird ein bisschen einfacher. Das Einzige, was ein bisschen kompliziert werden würde, ist, glaube ich, der Jetpack. Nee, kick mal, Jetpack ist hoch. Ach, kick mal, der Jetpack ist ja schnell hergestellt. Ach, das ist ja easy. Wie sieht es mit der Hose aus? Ach, da brauchen wir die Dinger hier. Och, ist ja easy. Easy peasy, würde ich sagen, Freunde. Easy peasy. Dauert nur wieder einen ganzen Tag, bis wir das haben. So, Bronzeplatte. So, 4 Stück haben wir rausgekriegt. Das hätte auch einmal hier vollkommen gereicht. Hätte einmal vollkommen gereicht. So, jetzt in den Kompressor war das gewesen, ne? Ich glaube schon. Ich hoffe. Warte mal, lass mich kurz reinkicken. Wollen wir die Platte? In den Kompressor. Ja, da kriegen wir eine Platte raus. Sehr schön. So, 2 Stück brauchen wir davon. Ja, dann haben wir 4. Ist ja auch nicht so schlimm. Haben wir ein bisschen was da. Ja. So machen wir das da. Okay. Was brauchen wir dann noch? So, das Glas wird dann hergestellt. Jetzt müssen wir noch 7 Glas. Müssen nur eingeschmolzen werden. Das machen wir mal noch. So, 7 Glas. Dann haben wir das Ding in der Mitte. Und dann brauchen wir nur noch diesen komischen Container, der da oben drin ist. Das ist auch schon wieder Nacht. Brauchen wir nur noch diesen komischen Container, der da oben drin ist. Mal gucken, wie wir den herstellen. Aber ich glaube auch wieder aus irgendwelchen Elektronen und Ditte und Ditte. Ja, ich muss euch jetzt sagen, wir leben wirklich in einer sehr schnelllebigen Zeit. Wie ich jetzt darauf komme, liegt ganz einfach daran, ich empfand es, also vielleicht liegt es auch nur durch die Kindheit so, vielleicht ist es auch nur durch die Kindheit so, aber ich finde, ey, heutzutage, das muss alles immer zack, 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 flott gehen. Die Leute, die nehmen sich im Grunde genommen eigentlich kaum Zeit für irgendwas. Ja, das muss alles jetzt und gleich und sofort und. Und manchmal ist es, ja, dann darf man sich nicht wundern, dass einige Leute wirklich am Burnout-Syndrom leiden. Ja? Wie ich jetzt darauf komme, ich habe bei mir auf Arbeit, da sind jetzt hoch 2, sind jetzt krankgeschrieben, die haben das Burnout-Syndrom. Ja? Die haben echtes Burnout-Syndrom, weil sie völligst überlastet sind. So. Und finde ich das schon krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit so einem Burnout-Syndrom, okay, hebt doch welche, die heucheln das vor. Ja, bloß damit sie einen längeren Urlaub haben oder weiß ich nicht. Gehen zum Arbeitgeber, sagen ja, sie leiden unter dem Burnout-Syndrom.
Und 3 Tage später liegen sie in der Karibik, um sich da auszuruhen etc. Weiß man ja nicht. Es gibt bestimmt Ärzte, die einen gründlichen Urlaub verschreiben. Ich weiß das nicht. Ja, wissen tue ich das nicht. Aber ich habe schon einiges miterlebt. Freunde, ich habe da echt schon einiges miterlebt in meiner langjährigen Arbeitszeit. Auch auf dem Bau und so. Ja. Selbst auf dem Bau, da gibt es Leute, die leiden unter dem Burnout-Syndrom. Ja. Ich hatte damals einen Chef, so muss ich dazu sagen, der war zwar normaler Geselle gewesen, ja, aber mimte da quasi den Chef. Also er war sozusagen, wie in Herr der Ringe, war er der Troksitz gewesen. Ja, so lange, bis ein richtiger Meister, ein richtiger Chef da vor Ort ist und so. Und der litt nach 3 Jahren, ja, durch den ganzen Stress da, litt der auch unter Burnout-Syndrom. So, der war nicht mehr einsetzbar, der war fertig gewesen, der Mann. Der war komplett für nichts mehr zu gebrauchen. So, den konntest du für nichts mehr nehmen. Der war fertig, der Mann. Kannst du machen, was du willst. So, hier oben haben wir da drinnen. Zack, und dann... Ah, kriegen wir 7 Scheiben raus. Alter, was ist denn das hier? Warum kriegen wir da so viel raus? Das ist ja... Oh, ist ja viel zu viel. Okay, gut. So. Das verstärkte Glas haben wir auch. Jetzt müssen wir mal fortgeschrittene RE-Batterie. So, was braucht man dafür? Dafür brauchen wir Schwefelstaub. Gut, dass wir was da haben. Und pulverisierten Blei. Okay, Blei und Schwefel. Und wir brauchen Bronze-Item-Hüllen. 5 Stück. Gut. Bronze-Item-Hüllen. War das jetzt Bronze oder Kupfer? Nochmal kurz gucken. Nein. Bronze. Alter, leck mich am Arsch. Scheiß Bronze. Dann kann ich das Ding da noch nicht mal einschmelzen. Oh. So, gut. Dann brauchen wir 3 Barren jetzt nochmal. Das reicht vollkommen aus. 3 Bronzebarren. Wenn nicht, müssen wir nochmal kurz gucken, wie wir uns Bronze herstellen. Gucken wir gleich mal rein. Weil ich weiß nämlich nicht mehr, wie die Zusammensetzung war. Warte mal, hier, Bronze. So, Bronzestaub, ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Ja, ja, ja. So, was brauchen wir denn hier? Kupferstaub. Kupferstaub und Zinn. Können wir auch so daraus machen. Warte mal, Kupferstaub und Zinn. Haben wir doch bestimmt was da, ne? So, 3 Kupfer, 3 Zinn. War das Geheimnis gewesen. So, Aluminium und Zinn. So, machen wir hier hin. So, das machen wir hier. Wo ist es denn? Ach, ich Idiot. Habt ihr das schon wieder? Ja. Müsst ihr euch dran gewöhnen. Das wird mir noch öfters passieren. Das wird mir noch öfters passieren. So. Also, machen wir gleich mal ein paar mehr hier. So, 16 Stück. Sehr schön. Dann schmelzen wir die hier gleich mal ein. Dann braucht das auch mal eine Weile. So, dann können wir mal kurz hier runtergehen in den Keller. Mal gucken, was wir hier noch an Erze abstauben können. Obwohl ich eigentlich ja keinen Platz habe. Aber vielleicht gibt es da noch irgendwas, was ich hier brauchen kann. Und ich kann die Zeit auch mal so ein bisschen verdödeln hier. Verdödeln und vertrödeln. Gut, das heißt, ich muss irgendwann jetzt auch mal wieder buddeln gehen hier. Buddeln, buddeln ohne Ende. Immer nur buddeln. Den ganzen Tag. So. Aber so langweilig, wie sich das doch anhört, ich muss sagen, ich finde dieses Buddeln, finde ich eigentlich sehr entspannt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach so ganz in Ruhe, ruhige Musik, so wie sie jetzt hier gerade läuft. Ja. Und einfach nur buddeln. Ganz einfach stupide durch das Erdreich durch und oh, herrlich. Ich finde, das ist total entspannt. Normal, wenn man auch so einen anstrengenden Tag hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Minecraft, in Minecraft zu farmen und zu buddeln, finde ich eigentlich sehr entspannt. Das ist auf jeden Fall viel entspannter, als irgendwas herzustellen, ja, sondern die Items so zusammenzusammeln. Aber liegt wahrscheinlich auch ganz einfach daran, ich bin echt ein Farmtyp. Ich liebe es, Dinge zu sammeln. Ich liebe das einfach. Ich finde das einfach richtig gut, mir die Zeit dafür zu nehmen, durchs Erdreich zu buddeln, bestimmte Bäume zu finden, die abzuhacken und. Bin ich total entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig geil. Gut. Soweit, so gut. So, das stellen wir uns her. Dann brauchen wir Schwefel und Bleistaub.
einen Platz weiter hier. Machen wir das hier mal raus. So, warte mal, hier den Bruchstein können wir auch erstmal rausnehmen. Warte mal, den können wir da manchmal drin einpflanzen, ne? Oder was heißt einpflanzen? Ich kann den da jetzt nicht brauchen. So, machen wir Rinder. Ansonsten irgendwas, das Glas nehmen wir mit. Die Diamanten brauchen wir jetzt nicht. Die können wir auch erstmal ablegen, wenn ich jetzt irgendwo hier noch Platz finde. Wenn ich mal was einfach hier rein. So, komm. So, abgelegt. Gummibaum können wir unten auch noch mal ein bisschen verarbeiten. Ansonsten die Erde. Machen wir hier rein. Mal 800 übrig. Weil ich noch mal irgendwie was bauen muss. Wäre das schon sehr sinnvoll. So, warte mal. Hier die Stickies können wir eigentlich auch rausnehmen. Das werden wir da drinnen verarbeiten. So, ein Blei. Was kicken? Wo ist denn Blei? Blei, 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 Blei. Davon hat man doch so viel. Blei, Silber. Hier, Blei. So, ein Blei brauche ich. Zack. Und was war das andere jetzt nochmal? Ich hab das schon wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis. Freunde, ich hab echt ein Kurzzeitgedächtnis. So, nochmal kurz reingucken. Schwefel. Schwefel haben wir unten, das weiß ich. Aber können wir hier auch mitnehmen. So, dann haben wir gleich da. So, perfekt. Ein Schwefel am Start. Sehr schön. Gut, was machen unsere Erze? Sind die durch? Ja, Bronze haben wir. So, 5 Stück brauchen wir. Das heißt, wir müssen nichtsdestotrotz, müssen wir trotzdem 3 da reinmachen. Auch wenn wir aus einem Ding immer 2 dann rauskriegen, mal trotzdem 3 reinmachen. Ja. Hätte nicht anders. 5 brauchen wir, 6 kriegen wir raus, haben wir einen nur übrig. Und das Scheiße ist ja, wir können die nicht mehr einschmelzen. Das ist das Problem. Ich hätte ja gerne in Tinkers nochmal so ein bisschen eingeschmolzen. Aber vielleicht gibt es nochmal irgendwie eine andere Möglichkeit, dass man die irgendwie nochmal klein machen kann, dass man die nochmal irgendwie, ja, verarbeiten kann. Irgendwas muss es ja gut sein. Ne? Gut, was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich jetzt. Nochmal kurz reingucken. Brauche ich noch irgendwas? Ja, die Bronze. Genau, das wollten wir jetzt machen. Die Bronze. 1, 2, 3. So. Das arbeiten wir mal bitte durch. Gut, wenn wir das fertig haben, dann können wir schon mal vorbereiten. 2 Kupfer. Ja, einfach nur 2 Kupfer und dann das da in der Mitte. So, heben wir mal die Kupferkabel her. 2 Stück brauchen wir bitte. Oh, haben wir gleich da. Sehr schön, ist er wie abgesprochen. So, das kommt dahin. Sehr schön. Blei war hier unten und Schwefel war da oben. Dann kommt der Rest da drum und dann sind wir da schon fertig. So, dann haben wir unseren Nano-Suitcase erstmal fertig. So, jetzt nochmal durch hier. Dann kriegen wir die Itemhüllen. Wie gesagt, 6 Stück müssten jetzt insgesamt rauskommen. Pro Platte kriegen wir 2 Itemhüllen raus. Genau. Was ist denn das hier oben? Sieht aus wie ein Schokoriegel. Hölzerner Drehrohling. Ach du Kacke. Klingt ja witzig. So, 6 Stück. So, dann können wir das Ding auch schon zusammenbauen. Gut, Batterie ist da. Sehr schön. Okay, dann bauen wir jetzt das Teil zusammen. Da kommt diese Itemhülle rein. Hier kommen 2 von denen rein. Sehr schön. Dann haben wir hier das verstärkte Glas. Sehr gut. Dann haben wir die beiden Teile. Dann kommen unten jetzt noch Rubber und die blaue Platine. So, Rubber und blaue Platine. Haben wir noch Rubber da? Ja, hier bitte. 2 Stück und eine blaue Platine. Sehr schön. Haben wir auch da. Gut. Müssen wir mal gucken, dass wir uns das vielleicht mal irgendwie ein bisschen automatisieren können für irgendwas. So, warum geht das jetzt nicht? Was fehlt da jetzt? So, verstärktes Glas haben wir. Gummi haben wir. Erweiterter Schaltkreis, den haben wir auch. Erweiterter Wärmetauscher. Luminator haben wir doch auch. Wir haben nur den Wärmetauscher. Okay, was ist der erweiterte Wärmetausch? Ach, wir müssen ja noch... Ja. Sehr schön. Sehr gut. Pass auf. Nehmen wir das wieder raus. Ah, das wird mir jetzt alles hier zu viel drin. Warte mal, wir müssen mal ein bisschen was ablagern.
Ansonsten kann ich das hier nämlich alles nicht gebrauchen. So, die verstärkten Legierungsplatten, das können wir erstmal rausnehmen. So, die Itemhülle, das kann weg, das kann weg. So, das kann erstmal alles raus hier, was ich jetzt nicht gebrauchen kann. So, warte mal, den Gummibaum, den können wir gleich mal da rein schmeißen. So, den Lumi-Dirt, komm, mach mal dahin. Aber den Gummibaum kann ich gleich nochmal verarbeiten. Den kriegen wir nämlich gleich nochmal ein bisschen Gummi nach. Gut. Ja, erstmal alles raus. So. Also, was brauchen wir jetzt dafür? Da brauchen wir nochmal eine Kupferplatte. Okay, wir brauchen den Lapis. Wir brauchen die Kupferplatte. Wir brauchen... Ach du Scheiße, wir müssen davon nochmal welche herstellen. Wir haben nur zwei Stück, ne? Ey, mir fällt gerade was auf. Wir brauchen nochmal zwei, weil wir haben ja nur zwei Stück. Das heißt, wir brauchen nochmal 10 Kupferplatten und 3 Zinnplatten. 10 Kupfer, 3 Zinn. Ach du Scheiße. So, 10 Kupfer. Gut, dass wir noch was da haben. 10 Kupfer, 6 Zinn. So. Dann raspeln wir das mal bitte durch. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Gut. Okay, wir versuchen's. Da oben kommen dann die roten rein. Dann gibt mir mal, dann können wir das hier schon mal rin machen. Das ist jetzt ärgerlich. Das hätte ich wirklich nicht gerechnet. So. Gut, dann fehlen uns nur noch die roten Schaltkreise. Davon brauchen wir insgesamt 4 Stück. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel überhaupt hergestellt haben. Ja, haben wir. Ach, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? So, warte mal, dann können wir das hier gleich nochmal rin machen. So, machen wir 2 da draus. Und hier auch nochmal eine in der Mitte. So, dann haben wir den ersten schon mal fertig. Gut. Ja, gut, gucken wir mal nach den Zinnplatten. Auch gleich durch. Ach, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ey. Aber wir schaffen das. Die Hälfte der Zeit haben wir hinter uns, aber wir kriegen das noch hin. Das schaffen wir. Bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das heute noch schaffen. So, das raus, das drin. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. Ich habe jetzt Bronze hergestellt, ne? Alter, ich komm... Oh. Fick dich, Alter. Fick. Oh. Oh. Einfach mal fick dich. Ey, gibt's ja nicht. Kriegt der eh keinen Strom mehr? Warum kriegt der keinen Strom mehr? Ach, der ist ja nicht bis hinten durch. Ha! Sehr geil. Super Konstruktion. Na egal, wir haben ja, glaube ich, noch ein paar Kabel da, ne? Ja, genau. So, gib mal hier. Pass auf, das machen wir voll. Ach. Da ist er. So, da wird drin.
Wieder zu. So, dann kriegt er wieder Strom, ne? Ja. Wahrscheinlich wundert, warum die geht denn das nicht? So, was stellen wir jetzt hier eigentlich her? Was ist denn das, ey? Elektrischer Stahl, ja gut, okay, alles klar. Stellen wir hier, sehr gut. So, das Ding ist durch. Jetzt bitte Kupfer, haben wir Kupfer. Ist das wirklich Kupfer? Nochmal nachgucken, ist das wirklich Kupfer? Hier, Kupfer, ja, sehr schön. Ach, ist das ätzend. Nee. Echt einen Arsch beißen. So, davon wollen wir dann wieder zwei Stück. Kupfer im 5er angeordnet. So, eins brauche ich bitte. Denn schon mal. Komm, bitte. Danke. So. Oh, ist das ätzend, ey. Das regt mir schon wieder richtig auf. Regt mir richtig auf. So, machen wir das raus hier. Dahin. So, Kupfer haben wir auch. So, Kupfer muss im 5er angeordnet sein. Sehr schön. Dann haben wir hier den Zinn. Zack, das machen wir so. Ach, können wir gleich mal so herstellen, wa? So, machen wir hier auch. So, zack, zack. Und hier oben zwei Platinen. So, eine ist drinnen. Dann brauchen wir natürlich noch den restlichen Kupfer. Wo ich natürlich dachte, dass das Kupfer wäre. Aber nein, es war Bronze. Im Höhlen. Das ist ja, was ich hier schon wieder an Bronze habe. Das ist doch... Ne. Gut. Was haben wir hier? So, gib mir das her. Noch die beruhigende Musik, ey. Das ist ja... Ich bin gerade so ein bisschen verarscht vor. Gut, das haben wir jetzt. Dann müssen wir jetzt nochmal so eins aufbauen. So, zack, zack. So, da eine Kupferdings rein, da kommen die Dinger hin, so, perfekt. Und an jeder Seite machen wir noch ein Lappes. Hey, sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt zwei davon. Bin ich ja schon mal stolz auf mich. So, dann dürfte das jetzt aber funktionieren. So, das bitte darin. Das kommt dann dahin. Die Dinger sind auch aufgeladen, hoffe ich. Ja, sind sie. Sieht zumindest genauso aus wie auf dem Bild. So, bitte da rein. Dann brauchen wir das Glas. Bitte. So. Und dann brauchen wir die zwei Rubber. Perfekt. Und wir haben unser Nachtsichtgerät. Hey, mit 250k. Sehr gut. So. Dann brauchen wir jetzt noch ein paar von den Carbonplatten. Haben wir die hier drin abgelegt? Ja. Die haben wir da drin. Dann brauchen wir unseren Kristall. Haben wir noch einen übrig? Ja, den haben wir auch da. Sehr schön. Und dann haben wir das fertig. Oh, epische Musik. Und dann haben wir unseren Helm jetzt hier endlich fertig. Mann, bin ich froh, ey. Endlich. Endlich haben wir das geschafft. So, zack. Zack, 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 zack. Darin die Nachtsichtgerät. So. Oh, Nano-Suit-Helm haben wir jetzt auch. Sehr schön. Da sind wir jetzt eigentlich komplett ausgerüstet. Außer, dass wir das Ding natürlich aufladen müssen. Oh, nee. Was natürlich jede Menge Energie kosten wird. So. Ich glaube, das nächste wird der Generator sein, den wir uns mal gönnen. Aber das werden wir, glaube ich, dann erst in der nächsten Folge machen. Dass wir den Generator hier dann auch mal ein bisschen aufladen. So, 0 RF. Okay, alles klar. Er verbraucht. Okay, dann braucht er noch ein bisschen. Sehr schön. Naja, mach einfach mal voll. Okay, der nächste Plan wäre jetzt. Vielleicht können wir ja schon mal irgendwas zusammenbauen. So, wie kriegen wir jetzt aus dem Helm den Helm? Gut, da brauchen wir... Ach, du Scheiße. Verstärkte Platte. Was ist denn das hier? Ein Dirium-Erz. Ach, du Scheiße. Wo finde ich denn das? In Dungeons. Hey. Ihr wollt mich doch roffeln, ey. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ohne Witz, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Dirium-Erz.
Muss doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben, Indirium herzustellen. Kann doch jetzt nicht sein, dass ich das in irgendwelchen Dungeons finden muss. Was mich jetzt mal interessieren würde, wäre, pass mal auf, wir haben ja die Schuhe jetzt. Reichen die Schuhe aus? Das muss ich jetzt mal gucken. Aber ich glaube, die müssen wir nur aufladen. Nano-Suit-Stiefel, Protection 8, ich glaube, nee, das sind nicht die richtigen. Ich glaube, wir müssen die Dinger hier, Quantum-Suit. Heißt, also brauchen wir noch Gummistiefel. Gummistiefel, da brauchen wir weiße Wolle. Okay, das ist einfach hergestellt. Dirium-Platte, Alter, wollt ihr mich roffeln? Das kann's doch nicht sein. Also, wir laden mal die Stiefel auf. Gib mal die Stiefel her hier. Die lade ich mal auf. Kann sein, dass das doch schon die richtigen sind. Kann mir das nicht vorstellen. Oh, pass auf, mach mal voll das Ding. 1 Million wird da zwar nicht reinpassen, aber... will die wenigstens mal anziehen. Gut, alle draußen lutscht. Pass auf, die Dinger ziehen wir uns jetzt mal an. Würde mich jetzt nämlich mal interessieren. So, dann gehen wir mal kurz raus und gucken mal, ob wir davon Schaden fressen. Warte mal, die Dinger können wir jetzt erstmal hier drinnen lassen. Kann doch nicht sein, dass ich das in Indirium. Das ist. Oh, da muss ich ja. Boah. Nee, ey. Finde ich absolut ungeilo. Muss ich mal dazu sagen. Finde ich absolut ungeilo. So, und außerdem brauche ich was zu essen. Boah, vor lauter Wut will ich jetzt einen Toast. Einen schön bebutterten Toast. So. Pass auf, jetzt machen wir uns mal einen Kackstift. Das will ich mal kicken, ob ich davon Schaden fresse. Hat irgendwas da? Ne, hat natürlich alles weggegeben. Glas will ich jetzt nicht ausprobieren. Pass auf, dann machen wir das anders. Ich hab keinen Schaden gefressen, ne? Ich habe keinen Schaden gefressen, eben. Habt ihr das richtig gesehen? Aber das kann natürlich auch nur Zufall sein. Pass auf, wir nehmen uns mal ein bisschen Eukalyptusholz mit. Wir müssen das aus einer richtigen Höhe probieren. So, wo wir definitiv Schaden fressen würden. So. Das ist die richtige Höhe. Ne, kein Schaden. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das mit dem Schaden funktioniert schon mal. Jetzt ist nur die Frage mit diesem scheiß Indirium. Das ist jetzt so ein Problem. Boah, na das ist ja jetzt... Nein, was hast du denn? Oh, ich könnte schon wieder kotzen. Warum hast du das jetzt? Warum hast du das jetzt da reingesetzt? Warum? Ach Mensch, Rappel, ey. Die Tür auch rausgefallen, wa? Na komm, lass die jetzt so. Okay, jetzt ist die Frage. Pass mal auf. Also, die Schuhe funktionieren. So. Was ist jetzt mit der Brust? Wir haben ja die Brust einmal hier hergestellt. So, das ist ja... nur ein Brustpanzer.
Ach, kick mal. Da. Was ist das hier? Das ist das Ding. Das brauchen wir. Nicht das Teil. Nicht den Quantum Suit. Das Teil ist es hier. Der Advance. Warum wird der hier nicht aufgeführt? Elektrischer Jetpack. Okay, das lässt sich gut herstellen. Pass mal auf. Wo ist denn dieses Advance? Das haben wir ja nicht hier drinnen, ne? Ihr hört das nicht mit dazu? Gravitationssuit. Das ist das Teil. Ach nee, komm, das kriegen wir doch noch hin, Freunde. Gravia. Pass auf, wir geben mal ein Gravia. Gravia. So, Gravia, da haben wir das. So, was haben wir denn hier? Oh, was ist denn das? Ui. Ui. Aus dem Quantum Suit, okay. So, Carbon können wir alles herstellen. Glasfaserkabel. Das können wir auch herstellen, das ist alles kein Problem. Alter, geil. Nur das Ding wird jetzt hier ein bisschen so elektrischer Dings. So, das kriegen wir so hin. Ist kein Problem. Kriegen wir hin. So, was ist das jetzt hier? Advanced Lab Pack. Den kriegen wir auch hin. Was ist das hier? Okay, wir brauchen also jede Menge erweiterte Schaltkreise. Und von diesen Energieteilen brauchen wir einige. Och. Pass mal auf. Insgesamt brauchen wir 5. Warte mal, 1. Brauchen wir das Teil? Haben wir ja jetzt. So. Also, wir brauchen 1. Hier mal kurz rein. Wir brauchen 2. Wir brauchen 2. So, bei den Dingern. Ach. Übertaktungs-Upgrade. So, das heißt, wir brauchen erstmal die Kühlzellen. Wie kriegen wir das jetzt, dass das Kühlzellen werden? Das ist jetzt die Frage, wie kriege ich jetzt Kühlzellen da draus? Ah, Freunde, das wird ja was. Nee, das kann ich nicht in der Folge verarbeiten. Ich glaube, das mache ich mal offscreen. Weil das alles herzustellen. Ey, das füllt ja schon wieder eine Stunde der Dings aus. So, wir können uns das aber gerne nochmal angucken. Was wir. Ey, der guckt ja schon mal an, was wir dafür brauchen. Die brauchen wir verbesserte Legierung. Okay, das Ding haben wir ja hergestellt. So, verbesserte Legierung. Das haben wir auf jeden Fall da. Ey, der Jetpack, das ist ja nicht ohne. Das hier Glasfaser und das Teil kriegen wir auf jeden Fall super hin. Also, wir brauchen 1. Was habe ich jetzt gesagt? 1. Hier brauchen wir denn 2. Haben wir schon mal parat. So, 2. Dann brauchen wir hierfür 3, 4. Dann also 5, 6. So, 5, 6. Alter, mit den Kühlzellen, da müssen wir mal kicken, wie ich das denn mache. Ich weiß auch ja nicht, warte mal, Industrial Craft. Muss ich da nochmal kurz reingucken. Warte mal, das machen wir mal. Industrial Craft. In das... So, gibt's da irgendwas, womit wir die Flüssigkeit... So, Extractor haben wir, den Kompressor.
Könnte das ein Kompressor sein? Nee. Abfüllmaschine. Bergbau, hier haben wir die Pumpe. Aber das sind nicht die Pumpe, die wir brauchen letztendlich. Elektrolysemaschine, Recycler. Den können wir uns auch nochmal herstellen. Den Recycler, auf jeden Fall. Induktionsofen, ja, Massenfabrikator, okay. Terraformer. Ne, dann müssen wir hier die Abfüllmaschine. Was brauchen wir für die Abfüllmaschine? Dafür brauchen wir Zinn-Item-Hüllen von den roten und Basis-Maschinenhülle. Komm, dann machen wir das. Können wir schon mal machen. Machen wir mal die Abfüllmaschine. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das das Richtige ist. Weil ich glaube nämlich, dafür brauchen wir nämlich Wasser. So, und wenn wir dafür das Wasser benötigen, dann komme ich auch endlich in den Genuss von dem Aquädukt aus Ender.io. Das wäre mal eine super Sache. So, wie sieht das hier aus? 4 Koksdinger haben wir. Sehr schön. Die nehme ich mir natürlich gleich mal mit. So, und teile mir das Ganze nehme ich mal auf hier. Oder warte mal, das läuft eigentlich ganz gut hier. Das lassen wir mal dabei. Pass auf, dann machen wir den Koks hier drüben drin. Pass auf, wir füllen die Maschine hier hinten einfach auf. So, wir machen das da drin. Fertig. So, dann lädt der auf. Mal kicken, wie schnell lädt er das denn auf? Kick mal, der arbeitet ja mehr. Obwohl, Output hat er eigentlich nur 10 EU. Aber der läuft ja schön schnell, wa? Ist ja mal nicht von schlechten Eltern. So, Itemhüllen. Haben wir Eisen? Haben wir das da? Pulverisierte Zinn. Haben wir irgendwie noch Eisen? Eisen. Hab ich das schon alles verbraucht? Hab ich das alles mitgenommen? Oder sägt das jetzt gerade nur nicht? Haben wir Zinn? Ne, wir sind ja zu Eisen verbraten, ne? Das heißt, ich muss mir nochmal Eisen machen. Ja, komm, machen wir das schnell. Nimm mal hier Eisen mit. Das schmeißen wir da gleich mal rein. Dann holen wir uns das nämlich mal schön aus der Smeltery. Ah, na, das ist ja jetzt ärgerlich. Kriegen wir das hier noch hin? Die Abfüllmaschine wenigstens in der Folge. Bei 47 Minuten. Könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Gut, wir schmelzen mal das Eisen durch. Nehmen uns mal ein bisschen was mit. Ah, das ist ja jetzt ärgerlich. Okay, 5000 Eisen hätten wir da. So, machen wir das hier rein. Haben wir das auch das Richtige? Pulverisiert das Eisen ja, sehr schön. So, haben wir das jetzt da unten geholt? Habe ich wieder vergessen. Eisen haben wir unten. Jupp, sehr schön. So, dann machen wir mal hier bitte 2 Dinger voll. So, und ich gucke nochmal kurz rein hier. Abfüllmaschine. Gut, Zinn haben wir ja noch da, das weiß ich. So, Basismaschinenhüllen, das müssen wir aus den Eisenplatten machen. Gut. So, 2 reichen erstmal. Zack, nehmen wir mit. Machen wir gleich mal klein. So, 18 Stück, sehr schön. So, dann befüllen wir die Maschine mal damit. Einen roten Schaltkreis müssten wir, haben wir den noch? Ja, haben wir noch drin, wir haben noch 2 Stück davon. Ich muss auch nochmal welche herstellen. Von den Dingern können wir eigentlich immer genug gebrauchen. Können wir uns hier unten eigentlich auch mal ein paar Barrels aufstellen. Und jetzt machen wir ein paar genug davon. Einige davon. So, pass mal auf. Jetzt machen wir hier mal. Wie viel waren die gewesen? 8 Stück. So, machen wir 8 raus hier. Ja, 1 zu viel. Nein! Ach, doch. So, richtig, so. Gut, dann machen wir das mal bitte. Eisen-Itemhüllen hatten wir noch 2 Stück. Gut, dann zeig mal her, wie viel, was brauchen wir denn für die roten Teile? Da müssen wir mal kurz gucken. Bergbaumaschine, Abfüllmaschine, so die roten Teile. Einfach aus Kupfer, Eisenplatten. Naja. Können wir uns eigentlich hier die Kupferdinger nochmal ein bisschen herstellen, wa? Wenn wir hier sowieso gerade warten müssen. Können wir uns das glatt hier doch mal ein bisschen herstellen. So, 14 Stück. Ja, wieder am Start. So, hier ist er noch dabei. Ist er gleich fertig? Sehr schön.
Ach, der hat doch keinen Saft mehr gehabt, ne? Oh, nicht schlecht. Gut, dann machen wir das da rein. Dann brauchen wir Redstone. Da können wir gleich noch ein paar Eisenbarren mehr herstellen, ne? Wenn wir schon gerade dabei sind. Ich will jetzt auch nicht zu viele. So eine Eisendinger können wir nicht um YouTube brauchen. Warte mal, dann machen wir gleich mal welche rein. So, die 8 kann ich jetzt erstmal hier brauchen. Daraus machen wir jetzt erstmal die Maschinenhülle. So, zack, füllen wir hier rum. Zock, 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 zock. So, haben wir die Maschinenhülle fertig. Sehr geil. Sehr schön. So, dann brauchen wir noch die Zinndinger. Ach, haben wir sogar da. Sehr schön. Warte mal, dann haben wir doch gleich was da. Hier, Itemhüllen aus Zinn. Sehr gut. So, wie war jetzt das Rezept gewesen hier? Bergbau. Haben wir doch alle da. Wir haben alle da, Freunde. So, komm, geht mal her. So, eins darin. Dann brauche ich bitte die Maschinenhülle. Dann brauchen wir hier den Zinn. Zack, 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 zack. So. Und die Apfelmaschine. Ich glaube, dass das... Ich hoffe, dass das Richtige ist. Wenn es nicht das Richtige ist, dann... Ist Kacke. Gut, ich wäre dafür, dass wir das Ganze sogar ein bisschen abseits gestalten. So. Wie mache ich das am besten? Ich werde wahrscheinlich die Maschinen nochmal ein bisschen umbauen. Das heißt, dass ich da oben dann noch was hinmache. Dann können wir das Aquädukt hier unten nämlich dann hinmachen. So, ist der hier eigentlich in Betrieb? Nee. Pass auf, dann können wir das gleich mal hier ein bisschen wegmachen. So. Die Ranch, die haben wir hier drinnen, ne? Ja, kann ich jetzt bitte gebrauchen. Danke. Der kleinere. Ja, hier. So. Bei den Toast hier beiseite, kann ich jetzt nicht hier brauchen. Gut, dann haben wir das Ding da oben. Dann würde ich sagen, machen wir den Abfüller. Gleich hier daneben. Gibt es hier keine Rezepte oder sowas? Weiter in den Tank. Abfüllen aus dem Tank. Flüssigkeit anrichten, Tank in eine Zelle. Gibt keine Rezepte dafür, ne? Gibt kein... Da war gerade was mit Rezepten. Da. So, zeig mal hier. Was haben wir denn hier? Universalflüssigkeit. Ist das das? Heißt das, wir müssen Lapisstaub damit reinmachen oder was? Universalflüssigkeit, sehe ich das richtig? Okay, wir müssen mal kurz gucken. Was war denn das für eine Flüssigkeit jetzt gewesen? Warte mal, Jetpack. Wir geben mal kurz nochmal Jetpack ein. Der Advanced Jetpack, genau. So. Dafür brauchen wir diese komische, genau, hier. 10K Kühlzelle. Was ist das? Kühlzelle. IC2 Kühlmittel. IC2 Kühlmittel. Flüssigkeitstransposer. IC2 Kühlmittel. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ja, das sieht zumindest danach aus. Okay, das heißt, wir brauchen destilliertes Wasser. Wie mache ich destilliertes Wasser? Bring ich wieder raus.
So, wir brauchen dann auf jeden Fall noch Wasser. So, dann zeigen wir nochmal kurz NAEO her. Dann gucken wir mal, wie wir uns dieses Aquädukt da machen können. So, NAEO. Mhm. Ah, 55 Minuten, Freunde, das schaffen wir nicht mehr. So, Reservoir. Dazu brauchen wir... zwei Quarzglas. Okay, also ein Kessel. Zwei Quarzglas. Wie machen wir Quarzglas? Dazu brauchen wir die Dinger. Okay. Haben wir was da? Nee, der Teig irgendwo anders wieder. Scheiße, ey. Ach. Quarzglas. Jetzt müssen wir mal kicken. Quarzglas. Quarz, Quarz, Quarz. Ich habe irgendwo habe ich den Quarz abgelagert. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ja, das Ding muss ich ja auch mal automatisieren oder so, wenn es geht. Dass die Tür von alleine auf und zu geht. So, Quarzglas. Also Quarz brauchen wir. So, wo habe ich das Ding hingemacht? Habe ich das hier in diese Truhe mit drin gemacht? Nee, da habe ich das nicht drin. Aber ich habe da gerade gesehen, da ist noch Kohleerz drin. Aus dem Nether. So, Quarz. Da oben. Sehr schön. Gib mir mal was her. 9 Stück. Ich in jedem 3 denn. Okay. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Und normales Glas brauche ich doch. Ach, ich Idiot. Wie viel war denn das jetzt gewesen? Wie viel war denn... und ein Kessel. Haben wir Eisen noch da? Nee. Dann brauche ich hier bitte auch nochmal kurz Eisen. Während ich mich hier nochmal kurz am Sand bediene. Wie viel war denn das jetzt gewesen? Ach komm, mach einfach mal... 13 Stück, komm. Ist schon die nehmen. Gönnen wir uns. So, nimm mal die Hälfte davon. Mach mal 7 da rein. Mach mal 6 da rein. Dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller. Gut, dann gucke ich mir jetzt erstmal an, wie ein Kessel nochmal hergestellt wird. Oh, schon wieder einige Tage her. So, ach, da haben wir noch ein... Ach so, ist ein Eisenblock. Ja, okay. So, jetzt hätte ich den hier aber gerne mal zerkleinert. Danke. So, dann können wir hier drinnen am Tisch arbeiten. Und die Türe bitte zu. Danke. So, wie war denn jetzt ein Kessel? So war ein Kessel. Sehr schön. Gut. Kessel haben wir am Start. Quarzglas machen wir gleich. Komm, das kriegen wir noch hin. Haben wir nur verstärktes Glas. Das kann ich leider nicht gebrauchen. So, warte mal. Unsere Eisenboots. Die kann ich mal hier rinschmeißen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Den Eukalyptus machen wir auch mal weg. Redstone und sowas nehmen wir alles mit. Nano-Suit-Helm. Muss alles noch aufgeladen werden. So viel zu tun und so wenig Zeit. Komm, das eine Ding hier noch. So, danke. Was mit dir hier? Komm, das brennt nochmal durch. Komm, 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 komm. Keine Zeit hier. Hopp, hopp. Danke. So. Jetzt schnappen wir uns nämlich gleich mal so ein Reservoir daher. Wir sind eigentlich schon mal einer Stunde. Komm, aber das schaffen wir noch. Machen wir heute mal ein paar Minuten länger. Das will ich euch wenigstens noch zeigen, aber dann ist für heute auch Feierabend. Mit der Aufnahmesession. Ich werde versuchen, den Rest dann irgendwie offscreen nochmal herzustellen. Weil ich habe euch ja jetzt gezeigt, wie das Ganze so funktionieren würde. Ja, wie es funktionieren würde. Das Problem ist einfach nur... Es dauert einfach zu lange. Das kann ich euch nicht antun. Dauert einfach viel zu lange. So, darin, darin, darin. Ach, der verbraucht nochmal 3 Stück, ja? Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch was. Da brauchen wir noch ein paar.
Gehen wir nochmal kurz schnell ein bisschen Quarz holen, weil dann können wir nämlich gleich Viere machen. Dann zeige ich euch mal, wie das Ding funktioniert, der Dresauer. Weil das ist mega gut. Das ist nämlich mega geil. So. Dann nehmen wir uns auch gleich nochmal ein bisschen von dem Kabelbinder mit. Oder von dem Kabelgemisch. Aber ich glaube, das haben wir sogar noch unten. Ich glaube, Kabelgemisch hatte ich da schon fertig, weil wir brauchen nämlich eine Flüssigkeitsleitung. Müssen wir es nämlich auch den gleich nochmal herstellen. Aber ich glaube, das kriegen wir noch hin. Ach, das war jetzt zu viel gewesen. Auch ja nicht so viel. Wie viel hat man da jetzt mitgenommen? 9 Stück, ne? So, 3 Braucher immer. Ja, machen wir das, komm. Machen wir das voll. So, dann mach den Rest da mal wieder rein. Oh, wir gucken noch mal kurz. Ich brauche die Flüssigkeitskabel. Da reicht doch erstmal ein ganz normales Energie, hier Flüssigkeitsleitung. Dazu brauchen wir Glas. Ziemlich klares Glas. Ich glaube, da reicht doch normales Glas, ne? Legierungsschmelze. Kann man es auch aus 3 Sand herstellen. Gut, dann bräuchte ich noch mal ein bisschen Sand. Nehmen wir uns da noch mit. Oder können wir uns auch chipseln? Kann natürlich sein, dass wir da auch ein bisschen chiseln können. So, ziemlich klares Glas. Zeig mal her. Ja, kriegen wir sogar hin. Eins, zwei... Wie viel braucht man denn da immer? Habe ich nicht drauf geachtet. Wie viel brauchen wir denn dafür? 3 Stück immer, um 8 herzustellen. Dann nehmen wir mal 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, den Rest chiseln wir wieder zurück. Ein ganz normales Glas. Dann stellen wir uns nämlich gleich nochmal welche her. So, lassen wir den Chisel hier. Na, das ist ja auch geil. Dann müssen wir das jetzt nicht nochmal herstellen. So, ich nehme mir aber trotzdem... Mach mal bitte auf, danke. Jetzt stellen wir uns das noch kurz her. Oh Gott, 1 Stunde 2. Freunde, das kann jetzt echt ein bisschen länger werden. Aber das will ich euch noch zeigen. Das machen wir jetzt noch. Das gönnen wir uns jetzt noch. So. Aufgeteilt, machen wir in jedem 5 rein. Darin, wo sind die anderen 5? Hier haben wir hier hinten. So, machen wir... Nein! So, und drinnen. Perfekt. So, dann stellen wir uns die Teile hier. Das Kabelgemisch haben wir garantiert unten. Wenn nicht, bin ich jetzt völligst am Arsch. Ich gucke lieber nochmal hier hinten in den Kisten nach. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass wir das nach unten verfrachtet haben. Ich bin mir eigentlich sicher. Nein, wir haben es hier. Ach, scheiße. Komm, dann stellen wir das gleich hier oben her. Dann haben wir das hinter uns. Müssen wir das nicht mitnehmen. So, machen wir hier die Türe zu, falls das irgendwas kommt. So. Hier bitte rein, so 2 Stück. Dann nochmal jetzt hier oben. Zack, zack. Zack, zack. Und hier nochmal. Zack, zack. Zack, zack. Weil die normalen Flüssigkeitsdinger, die reichen erstmal vollkommen aus. So, dann haben wir das auf jeden Fall da. So, ein Platz mehr im Inventar. Gut, die Flüssigkeitsteile haben wir jetzt. Die Reservoire, die bauen wir denn auf. Eimer brauchen wir noch. Eimer. So. 2 Eimer. Reicht das vollkommen aus? Warte mal, wir nehmen hier die Eimer auch noch mit. Die befüllen wir uns jetzt schnell. Die brauchen wir nämlich. So, hier rein gemacht, da rein gemacht, fertig. So, das Glas, unser Glas haben wir hier hinten. Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. So, vor lauter Aufregung erstmal einen Toast knabbern hier. Schön bebuttert. Und mit Marmelade drauf. Herrlich. So, 5 raus, hier nochmal, so, zack, haben wir hier noch da, alles klar, und schnell rüber, bevor die Nacht anbricht, und dann will ich euch auch nicht weiter aufhalten. So, hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Pferdchen, Lauf, Galopp. Über Stock und über Stein, aber bricht dir nicht das Bein, hopp, 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 hopp. So, da brennt der letzte Koksding durch. Okay, alles klar, sehr schön. So, nein, hier bitte, hier unten.
Nee, das macht er so nicht. Okay. Heißt, wir müssen das wieder aufteilen. Also, ich habe keinen Platz. Wie geil ist das denn bitte? So, gut, jetzt habe ich wieder Platz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, 3 da rein. Da rein. Da rein. So. Gut. Reservoir. Quarzglas. Okay, alles klar. Und normales Glas. So, dann hielt mir schon mal das Quarzglas hier. Den warten wir jetzt noch kurz. So, oben und unten kommt denn. Ach, ich werde mal nur ein. Ach, nee. Alter, bin ich dumm. Egal. Ja, wir bereiten das jetzt vor hier. Ich brauche ja noch ein Dings, noch ein Kessel. So, warte mal, ein Kessel brauche ich noch, schnell. Kriegen wir noch hin. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, ne? Wir brauchen hier unten auf jeden Fall einen Ofen. Ich habe hier unten so viel Eisen, wir brauchen hier unten auf jeden Fall einen Ofen. So, dann stellen wir uns da unten auch mal so einen Pizzaofen auf, ey. Da trägt man ja auf, dass ich hier ständig immer hin und her laufen muss. Okay, das Gute ist natürlich, wir haben das hier schon schön in der Schmelze drinne. Reichen tut das auch noch. Kommen wir mal gleich noch hier mal ihn nach. Oh, 1:07. Freunde, tut mir so leid. Tut mir so leid, aber das will ich auf jeden Fall noch aufstellen. Das will ich euch unbedingt zeigen. So, hier machen wir noch einen dritten hinterher. Eisen kann man hier noch haben. So, hier machen wir noch einen vierten und dann ist Feierabend. So, dann habe ich hier unten auf jeden Fall ein bisschen Eisen wieder am Start. So, sehr schön. Und los! Mit meiner Stulle in der Hand hier. Ey, das ist ja... Boah, was war das heute für ein Abend, ja? Was war das für eine Aufnahmesession hier? So, der Abfüller muss auf jeden Fall noch befüllt werden. Der Abfüller muss befüllt werden. Das ist vollkommen richtig. Appelzappel, das hast du gut erkannt. Der Abfüller muss befüllt werden. So, jetzt brauchen wir aber erstmal... 9 davon. So, das bitte in einem U ausgerichtet. Dann haben wir ein Kesselchen am Start. Sehr schön. So, der kommt in der Mitte. Quarzglas. Und hier zack eine Reihe runter. Da zack eine Reihe runter. So, dann haben wir 4 Stück. Das reicht auf jeden Fall. So. Was braucht er jetzt? Also, halte Shift gedrückt. Das gucken wir mal kurz. So, 2x2 braucht er. Sehr schön. Okay, das machen wir jetzt. So, da haben wir das Wasserteil drin. Dann würde ich sagen... Ich weiß nicht, aus welcher Richtung er befüllt werden muss. Aber ich glaube, das ist falsch, was ich hier gemacht habe. Warte mal, das heißt, wir bauen den nochmal ab. Und ich glaube, nämlich das Wasser muss hier... Nämlich neben anderen... So, hier mal bitte eine Fackel hin. So, das heißt, wir stellen das Wasserreservoir stellen wir jetzt hier auf. Pass auf. Weil ich glaube nämlich, dass das von der Seite befüllt werden muss. Deswegen stellen wir das hier auf. Zack. Zack, es ist eine Einheit. So, dann brauche ich jetzt bitte die Wassereimer. So, und es füllt sich immer wieder auf. Es ist jetzt quasi eine Endlosquelle. So, und so wollte ich das natürlich haben. Okay. Nichtsdestotrotz. Muss hier denn auch Strom herfließen? Machen wir hier gleich mal zu. Wasser einmal bitte hier rein. Dann brauche ich jetzt bitte meinen Abfüller. Wo habe ich den jetzt?
Hallo, Abfüller. Da unten ist er doch. Ich hab mein Schwert dafür ausgetauscht, oder was? So. Gut, der Abfüller ist da. Gut. Soweit, so gut. Dann brauche ich jetzt die Teile, bitte. Und ich brauche den Flüssigkeitsregulierer. Gut, dann machen wir das so. Oh, das gefällt mir absolut überhaupt nicht. Achso, hier ran. Daran. So, dann müssen wir das kurz einstellen. Deaktivieren. So, extrahieren. Das heißt, hier raus. Und da rein. Aber da kommt nichts. Warum? Okay, das ist jetzt so eine Sache, das kapiere ich nicht. Warum füllt er sich nicht auf? Was stimmt daran jetzt nicht? Ach, jetzt ja. So, der Redstone-Modus war noch an. So, dann muss das ja ohne Redstone machen. So, dann ist das Ding auf jeden Fall befüllt, Freunde. So, dann hoffe ich, dass das jetzt funktioniert. So, wir brauchen, warte mal, wir brauchen so eine Itemhüllen. So, wie stelle ich so eine Itemhüllen her? Aber ich glaube, das werden wir uns dann in der nächsten Folge mal ganz in Ruhe angucken. So, wir sind jetzt bei 1:12. Länger will ich euch nicht aufhalten. Und ich werde mit der Flüssigkeit, werde ich jetzt nicht weitermachen, aber ich werde offscreen, denke ich mal, morgen oder heute Abend noch irgendwie, werde ich versuchen, den Jetpack da fertig zu machen. Diesen Advanced Suitcase oder wie das Ding heißt. Dass wir das Ding auf jeden Fall jetzt schon mal fertig haben und in der nächsten Folge, dass wir denn da schön fliegen können. Freunde, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei. Ich habe euch ja soweit jetzt alles gezeigt, wie wir das Ding dann herstellen. Und in der nächsten Folge werden wir, wie gesagt, versuchen zu fliegen. Ansonsten werden wir denn die restlichen Schritte ganz einfach nochmal zusammen machen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Haut da rein, euer Rappelzappel, Zersigeln. Oh, ich habe noch was vergessen. Renierbox und Renierhauen und die nächste Folge schauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, bleibt mir treu und vor allem gesund. Euer Rappelzappel, Zersigeln.